Moin Moin und willkommen zurück bei Sarmat. Ich bin die Santa Sarah und das ist der Christmas Basti. Und Vorsicht, GEMA Strike. Ist das nicht offenes Liedgut? Ja, aber Sony hat alles. Du weißt das doch, das habe ich schon mal erzählt. Hier gibt es keine Weihnachtslieder. So, ja, ab und an, also letztes Jahr haben wir das, glaube ich, das erste Mal gemacht, dass sich auch so, ich sag mal, eine eher normale Liste bei uns gewünscht wurde. Normalerweise machen wir ein bisschen abgedrehtere Listen. Abgedreht. Aber wir haben ja letztes Woche schon die Flops 2023 gemacht und jetzt sind die Top-Titel Wir dran. müssen Und das da, Salz mit Zucker wegwischen. genau, und da machen wir dieses Mal wieder eine Top 10, genauso wie es letztes Jahr war. Normalerweise machen wir immer 5 Picks und 5 Picks. Hier haben wir jetzt eine 10 zusammengefasst und da ist es halt auch so, wenn wir merken, einer hat eine Doppelung, machen wir kurz Pause, dann geht's halt, und der es halt höher hat, der kann es dann später Wir anmoderieren. machen einfach so. Stopp! Ja, genau. Also wenn ich irgendwie einen Platz 5 habe, was der auf Platz 2 ist, dann kann er mich halt kurz einkürzen und sagen, halt, stopp. Als Nein, wenn nicht ich so. dich einkürzen könnte. Auch wie bei der Liste davor, es ist halt so, die Spiele müssen nicht 2023 rausgekommen sein. Es geht darum, was wir privat gespielt haben. Das erste Mal 2023. Wir haben dieses Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Wir haben 65 neue Spiele gespielt tatsächlich. Das haben wir noch nie geschafft. Da hat unsere normale alte Sammlung auch ein bisschen drunter gelitten, dass wir so viele Neuheiten gespielt haben. Das liegt aber auch daran, dass halt auch viele Zuschauer sich hier anmelden und immer zu uns kommen und sagen, hey, soll ich das mitbringen? Das wollte ich doch schon lange mal spielen und so. Und dann kriegen wir halt einfach so viel angeliefert, was wir dann austesten können, was halt super cool ist. Ja, super cool übrigens auch. Das möchte ich einmal ganz kurz am Anfang des Videos sagen. Ist auch noch gar nicht geschleimt sein. Also vielen Dank für all eure Kommentare und eure Likes unter all unseren Videos. Wir freuen uns jedes Mal riesig. Genau. Also wir finden das total geil. Wir machen das ja als Hobby. Und wenn ihr kommentiert oder so, wir finden es geil. Dazu mehr im Jahresrückblick. Der kommt dann nächste Woche. Ja, möchtest du Nee, anfangen mit möchte ich deiner nicht. Zehn? Ich will nicht. Ich bin der Grinch Ich jetzt. bin gespannt. Letztes Jahr war es ja so, da konnte ich ja kaum irgendwie was sagen, weil ich immer geschuscht wurde, weil ich immer bei dir höher war. Ich glaube, Platz 10 ist es bei dir. Ich hatte Super. tatsächlich. Jetzt muss ich auch in meine Liste gucken, ne? Also die Top-Titel standen relativ zeitnah fest. Es standen ganz viel, ich habe ganz viele Runner-ups, die um Platz 10 gekämpft haben. Okay. Und da habe ich für mich persönlich das Spiel genommen, was mich am meisten überrascht hat, dass es mir dann doch so gut gefallen hat. Halt beim Auspacken schon, dass ich dachte, oh, es ist ja ganz schön cool. Und es ist Magical Friends. Continue. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das bei dir nicht drauf ist. Wie gesagt, es hat gerade auf dem Platz 10 geschafft, da haben sehr viele drum geschängelt und letztendlich hat es halt den Bonus bekommen, weil es das Spiel war, wo ich dann am meisten überrascht war, wie viel Spaß so ein Ja. bisschen so ein Mensch ärgere dich nicht Mechanismus ja auch machen kann. Ja. Letztendlich, was ist Magical Friends? Wir haben so kleine, ja, wir können Monster beschwören, unsere Friends, wir sind Zauberer und die müssen es bis zur Taverne schaffen. Weil wir haben nämlich keine Friends, weil wir sind ja ein Zauberer und Ja. Zauberer sitzen ja immer nur zu Hause und lesen Bücher. Und damit wir dann angeben können mit unseren ganzen Freunden in der Taverne bei der Party, müssen wir uns halt Monster beschwören, Freunde. Genau, die müssen dann halt auch ankommen und man versucht dann halt auch die Freunde von den anderen halt wegzuklatschen. Das heißt, die müssen das halt überleben. Wenn sie halt übers Board gehen, dann können halt verschiedene Sachen passieren. Je nach Boardaufbau sind halt Spaces da, sind halt nicht da und man schlägt sich halt gegenseitig oder halt auch nicht oder schiebt halt einen zurück und nach 7 Runden ist das ganze Ding vorbei. Und dann wird halt einfach ganz stumpf gezählt, wie viele hast du in der Bar. Und dann kriegst du auch noch Punkte, nicht so viele, aber ein paar für gegnerische geschlagene Kreaturen. Und das ist es im Prinzip auch schon. Aber das ist halt irgendwie. Also selbst mit jedem, mit dem wir es gespielt haben, hat es dann überrascht, wie lustig er oder sie das dann auch schon fand. Wenn man das so spielt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie so eine Regelspitzfindigkeit, wie diese Kreatur mit dieser Kreatur interagiert, wenn es vielleicht nicht direkt in der Anleitung steht, schnell Würfel würfeln, Bier und Brezelig spielen, dann macht es richtig Spaß. Wenn man da erstmal in Ja. Regeldiskussionen kommt, dann nicht mehr so. Es ist Muss natürlich man auch, aber man hat ja nicht. so eine Kartenauslage von drei Friends, die man immer sammeln kann. Wenn man da natürlich dann sagt, so eins nochmal durchtaktiert, ja, mache ich jetzt dies, mache ich Oh, jetzt ja, das. nee. Da hast du natürlich so eine Analyse-Paralyse-Ding, du musst ja auch mal sagen, ah, geil, ich habe jetzt einfach Bock auf das Einhorn. Weil das Einhorn ist eine gute Kreatur und du hast eine böse Kreatur und ich habe eine Ja. Sonderfähigkeit, da kann ich mit guten, bösen Schlagen fertig. Man kann natürlich auch einzeln durchtaktieren und dann sagen, ja, wenn die dann in der nächsten Runde da und das dies und jenes, nehme ich dann den Dämonenkönig oder nehme ich dann doch lieber den guten, bösen, alten Freund Vor und. allem, es wird halt ein riesiges Hauen und Stechen mit mehr Spielern. Ja. Umso mehr Spieler, umso mehr Kreaturen auf dem Spielfeld, dann ist einfach nur noch Wahnsinn. Wenn dann irgendwas von dir durchkommt,
hast du entweder Glück gehabt oder hast gut gespielt. Ja, aber es ist halt auch wieder so das Spiel so, Simon hat schon 300 Taverne, tötet ihn. Alle töten Simon. Und ja, deswegen hat es dann praktisch dabei mir diesen Bonus gekriegt, dass es auf Platz 10 gekommen ist, weil es hat dann wirklich auch überrascht. Und wie gesagt, dieses Insert ist halt auch eine extrem gute Idee, dass man sich seine Standys so einsortieren kann, dass man nicht immer dieses Gefühl hat, okay, ich brauche die 31. Nee, erstmal so ein Sack mit Standys, die dann so durchwühlst. Ja, in der Version ist halt wirklich dieses Magazin. Das ist so ein bisschen wie bei Legends of Void, wo man, da muss man nämlich auch immer so viele Standys suchen, aber das muss man nur einmal im Spiel machen. Und da ist es halt so, du wärst die ganze Zeit nur am Suchen und die sind einfach alle ganz sauber da eingesteckt. Du suchst die da alle raus und mega. Super cooles Ding. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Also das Thema ist gut getroffen, es nimmt sich selbst nicht so ernst und Artwork ist halt auch mega. Am Ende war es halt einfach eine große Party. Also viel von dem Artwork würde ich mir auch einfach in unserem Game Room einfach hängen. Du darfst in der Taverne nur nicht aus dem Fenster gucken. Siehst du das ganze Blut von den ganzen Farbekreaturen auf dem Weg dahin? Ja, so letztes Einhorn, wenn ich gerade noch reinschleppe, so, hilf mir! Fährt im Hintergrund so die Straßenkehrmaschine, die ganzen Leichen an die Seite. Und dann so eine Party mit den Freunden, die sind alle so völlig blutüberströmt, haben einfach alle so welche Augen und starren. Wie viele hast du umgebracht? Starren ins Nichts rein, so. Ja, ich bin dein Freund. Was, 100 Yards, der? Mhm. Meine Nummer 10, wie gesagt, jetzt hat jeder permanent Angst, dass der andere immer Schisch macht. Meine Nummer 10, ich muss gucken, ist ein Geburtstagsgeschenk gewesen und zwar ein cooles, weil ich stehe auf so Mad Max-Kram und auf so Autos, die sich gegenseitig abschießen oder so. Wir spielen ja auch zum Beispiel gerne Gaslands, ich habe früher gerne Car Wars gespielt und da habe ich jetzt von Sarah und auch von der Spielegruppe, vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal, Thunder Road Vendetta geschenkt bekommen. Darfst du sagen. Cool. Und das ist halt von Restoration Games eine Neuauflage von einem alten Spiel. Jetzt ein bisschen auf schön gemacht, ein bisschen auf modern gemacht. Und ich mag das ja, wenn Spiele modernisiert werden, sowohl in der Aufmachung als auch noch so ein bisschen im Regelwerk. Und das macht Restoration Games immer relativ gut. Und hier ist es halt einfach wirklich so, wir haben alle so ein Autoteam, wir machen so ein bisschen Würfelplatzierung und... Würfelplatzierung, beste Englisch. Immer. Und wir haben halt verschiedene Straßen, die so aneinander gelegt werden und wir fahren eigentlich nur geradeaus, versuchen uns gegenseitig von der Straße zu kicken und halt als Erster ins Ziel zu kommen. Ich muss diese Mütze abnehmen, mein Kopf wird zu heiß. Dampf. Und auf jeden Fall ist es halt sehr, sehr simpel erklärt, macht aber viel Spaß zu spielen. So ein Spiel, das man auf keinen Fall ernst nehmen kann, weil man permanent von den Würfeln abhängig ist. Und Sarah, die auch immer sehr gut taktieren kann, wenn sie dann irgendwie mal angeditscht wird und ihr Auto fliegt halt in hohem Bogen in den nächsten Berg, was permanent das passiert. Das ist das Schicksal bei meinem Spiel, dass ich immer, wenn ich angeditscht werde, sofort in den Berg fliege. Es ist egal, andere fliegen so über den Berg rüber, landen, wieder sliden, noch weiter durch drei Ölpfützen. So Sarah kriegt so einen kleinen Fenderbänder hinten, sofort Überschlag, Explosion in die Felsen, alles rollt runter. Das ist wie bei Simpsons, wenn er so Auto langsam und dann explodiert alles. Wie beim Michael Bay-Film. Ich habe von der Spielegruppe noch eine Erweiterung dazu bekommen. Ich habe jetzt noch nicht alles vom Kickstarter, aber ich habe auf jeden Fall noch den Truck und die Bikes dazu bekommen. Und boah, ich finde das ja so geil, wenn man halt so verschiedene Typen von Fahrzeugen hat. Und du hast die Sonderfähigkeiten. Ja, das und die Sonderfähigkeiten, genau, die habe ich von dir auch noch bekommen. Ja, genau. Das Einzige, was dir fehlt, sind Devil's Run, das sind Karten. Also ein paar zusätzliche Kartenteile. Und ich finde das halt super cool, wenn du halt, weiß ich, so Autos hast, und dazwischen schieben sich halt so die Motorräder durch, dann hast du vielleicht noch so diesen fetten Truck, der dann da so durchdüst. Cool, cool, cool. Sehr, sehr simpel. Sehr bier- und brezelig. Ist halt ein perfektes Spiel, bis die Pizza kommt. Sieht gut aus. Werdet auf den Fotos gesehen haben. Macht mir irre viel Spaß und war auf jeden Fall mein Platz 10 der Tops 2023. Gott, ich bin schon durcheinander. So viele Zahlen immer. Aber es macht auf jeden Fall mega Spaß. Also ich bin absolut nicht traurig, dass ich das Geschenk bekommen habe, weil ich habe es mir auch gewünscht. Ich habe es nur damals nicht gebackt im Kickstarter, weil ich es da zu teuer fand. Genau, die Versandkosten waren so teuer. Und du hattest das dann schon teilweise wieder vergessen. Du hattest mich dann mal gefragt, gibt es denn bei der BGG nur Shipping? Dann haben wir es aber beim Dice Tower gesehen und da war ich wieder Feuer und Flamme. Und jetzt ist in Sarahs Autos Feuer und Flamme, weil sie dauernd in Berge fliegen. Genau, das hat Basti mir schon gesagt, gibt es das bei der BGG nur Shipping Auction nicht? Gibt's das, Sarah? Gibt's das, Sarah? Gibt's das? Nee, das Spiel lag schon irgendwie seit Wochen bei mir drüben im Büro versteckt. Nee, gibt's bei der BGG nur Shipping Auction. Ich kann's aber tatsächlich auch nicht. Ich habe noch nicht viel gesehen. Aber du hast es ja jetzt. Ja. Ich habe übrigens auch so ein paar Spiele, wo ich dann dachte, da sind vielleicht die Chancen bei dir größer, dass es drauf sind. Entweder rausgenommen oder die haben... Das heißt, deine Liste ist eine Lüge. Das sind eigentlich gar nicht deine Top 10, sondern das sind deine Top 10 und du überlässt mir so ein bisschen das Feld. Vielleicht, ja. Ich habe mich sehr schwer getan. Hashtag Sarah Schummel. Wenn man das hier sieht, ich will es jetzt nicht spoilern, ich habe einzelne Zettelschnipsel genommen,
eine Top 10 und habe die dann immer hin und her geschoben. Krass, okay. Und habe die dann letztendlich festgeklebt, als ich gedacht habe, so, ich nehme das jetzt. Verrückt, ich habe das digital gemacht. Ja, furchtbar. Da muss ich immer so viel hin und her dingsen. Deswegen habe ich das gut und alt auf Papier und deswegen gibt es dieses Mal auch einen großen Block, weil hier ist nämlich die ganze Top 10 plus meine ganzen Nachrücker drauf. Das ist ein langes Video. Was ist deine Nummer 9? Auf der 9 haben wir relativ am Anfang des Jahres gespielt. Würde ich auch in der Sammlung haben wollen, wäre es nicht unglaublich groß. Groß. Mit Miniaturen groß oder anders groß? Ah, okay, darfst du. Ich habe, ja, das andere ist klar. Ich habe Cthulhu Wars mit dabei. Ja. War das dieses Jahr echt? Anfang, gleich am Anfang des Jahres. Gleich das erste oder zweite Wochenende im neuen Jahr. Verrückt. Wir konnten Cthulhu Wars spielen in einer 5-Mann-Runde und es hat richtig Spaß gemacht am Tisch. Also da sind richtig die Fetzen geflogen und der Table Talk war high. Und weil die Gruppe cool war? Weil die Gruppe cool war und das Spiel auch cool. Also ich mochte das Spiel halt auch tatsächlich. Aber es war eine gute Kombi. Genau, also ich würde es wahrscheinlich sogar besser finden als Chaos in the Old World, muss ich jetzt mal sagen. Deswegen, das hat ja hier überhaupt sowieso gar keine Chance dagegen. Aber vor allem, weil Chaos halt ein kleines Spiel ist und genau, Cthulhu Wars halt übertrieben groß ist. Basti liebt halt Chaos in the Old World, von daher ist halt... Und Cthulhu Wars ist halt, das sage ich ja immer, es ist zu groß eigentlich dafür, was es ist. Also ich würde ein normal großes Cthulhu Wars sofort kaufen wollen, aber das ist ja eigentlich, da hast du halt diese Riesenbox, wenn du dann nochmal eine 5er, 6er Expansion hast, hast du halt noch mehr Boxen, du kannst die auch alle in die Grundbox packen, dann musst du aber das Insert wegschmeißen, wenn du die dann bemalen willst, ist auch wieder Theater und die Qualität der Figuren ist so schlecht, dass eine Bemalung, die ich ja machen müsste, wenn wir es haben müssten, die würde mich, glaube ich, 5 Jahre meines Lebens kosten. Vor meinem inneren Auge habe ich gerade so eine Spieleverpackung gesehen, wo drauf steht normal großes Cthulhu Wars. Ja, so wie Tiny Epic Kingdoms ist ein normal großes Cthulhu Wars. Für Arme. Nee, und und ich finde halt auch, es wird halt auch durch diese Größe teilweise unübersichtlich. Ich weiß, manche Leute, ich habe das schon mal gesagt, haben dann auch geschrieben, du brauchst ja das Große für die Übersicht. Aber bei denen ist halt so, die Figuren sind so groß, dass sie halt so große Teile dahinter verdecken. Ja. Weil sie halt einfach, wenn einfach Cthulhu einfach so groß ist und dahinter steht eine kleinere, schmalere Figur. Und vielleicht die Pop-Up-Teile. Du siehst sie halt nicht. Oder was Basti auch das Problem hatte, du konntest zum Beispiel, du hast das eine Mal den Ozeanfeld nicht richtig gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob es an den Figuren lag oder daran, dass die Linie nicht so richtig. Die verschiedenen Farben von den Ozeanfeldern auf jeden Fall. Und dann dachte ich, ich wäre in dem Teil des Ozeans, ich war aber in dem Teil des Ozeans und meine gesamte Taktik lag aber, dass ich in dem Teil des Ozeans bin. Und Basti macht die ganze Zeit was und alle sagen, was machst du? Ja, ich kann doch jetzt eingreifen, war schon richtig so ein bisschen aggressiv, so was wir ihn jetzt gefragt haben. Ich habe alle erstmal weggeklatscht. Wie kommst du denn dahin? Und dann irgendwie so, Basti, das ist noch ein Feld dazwischen. Aber es hat Spaß gemacht. Die Mechaniken sind okay. Also es ist jetzt nicht wirklich super tiefgreifend. Das macht halt vieles richtig. Du hast halt diese unterschiedlichen Player-Powers. Jede dieser Chaos großen alten Fraktionen spielt sich halt irgendwie anders. Aber wie gesagt, für mich war halt besonders gut, dass die Gruppe wirklich sehr, sehr viel Spaß hat. Die haben das alle nicht ernst genommen, alle hatten Spaß, war so Bier und Brezel. Also was ich halt ganz cool fand, ist ja, dass du ja deine Bücher erforschen musst, mehr oder weniger, und wenn du nicht komplett hast, kannst du halt nicht gewinnen. Ja. Und das war jetzt auch noch so der Push-It-Faktor. Ich hatte gesehen, dass einer anfängt wegzurennen, langsam. Aber noch nicht so weit war mit den Büchern. Bücher nicht voll waren. Da habe ich als Cthulhu noch schnell die Bücher voll gemacht, damit ich halt eine Endwertung machen kann. Und um die Bücher voll zu kriegen, musst du halt spezielle Missionsziele machen, die auf dich halt zugeschnitten sind, damit deine Fraktion so ein bisschen wiedergegeben wird. Allerdings wäre es für mich wichtig, wenn man das nochmal spielen würde, dass die Bücher ein bisschen variabel sind und ich immer dasselbe mache, wenn ich Cthulhu bin. Du hast ja, glaube ich, schon ein paar mehr irgendwie. Ich glaube im Grundspiel nicht, aber ich glaube, es gibt noch neutrale Bücher oder so, die man noch dazu kriegen kann. Ja, das auch, aber ich glaube, du musst auch nicht jede von denen. Naja, ist auf jeden Fall egal. Ja. Ich fand es auf jeden Fall gut. Ja. Wie gesagt, wenn es nicht so groß wäre, vielleicht bräuchte man auch schon ein paar Expansions und vielleicht bräuchte man auch das größere Board, damit man bessere Übersicht hat und dann fängt es halt schon an und dann bist du halt schon mit dabei. Es gibt doch jetzt dieses große Takenoko. Vielleicht gibt es ja noch mal ein großes Cthulhu Wars. Oder ein Cthulhu, weiß ich nicht, so 3 Meter ist oder so. So menschengroß einfach. Und so. Wie bei Cuminionotta Cthulhu. Nur halt dann jeder von den großen Alten. Kannst du auch mit Meerschweinchen-Miepeln spielen. Ich würde es besser. Also die Meerschweinchen einfach die Kultisten. Kriegen so einen kleinen Anzug an, dürfen sie mal auf den Brot rumlaufen. Meine 9? 9, ja. Meine 9 ist das Spiel, wo Sarah mich jetzt auf jeden Fall schuschen wird, denn es ist von einer Firma, wo wir eigentlich bisher jedes Spiel gut gefunden haben, und zwar Mindclash Games. Schusch, ja. Wir reden später drüber. Auf der 9? Ich bin enttäuscht. Da kommen noch eine Menge geile Games.
Dann kann ich auch gleich auf der 8 weitermachen. Das so wird, da wirst du mich vielleicht jetzt schuschen, könnte ich mir vorstellen. Oh Gott, ich muss mal muss das hier anders aufbauen. Guck nicht in diese Richtung. Es ist ein Notenstände. Spiel, was wir auf der Messe gekauft haben. Mhm. Dazu gab es eventuell auch ein Plüschtier. Mhm. Schusch! Ja, deswegen, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dann darfst du mit deiner 8 weitermachen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich jetzt um 15 Minuten. Geht's hier, zack, Schlag auf Schlag. Das war meine Nummer 8, deine Nummer 8. Meine Nummer 8 ist ein Kampagnenspiel, und zwar ein Kampagnenspiel, das vieles, vieles gut macht, vieles, vieles aber auch nicht gut macht. Sieht sehr geil aus, es hat den Anspruch, eine fantastische Story und Welt zu erzählen, das es aber nicht komplett einlösen kann. Sarah hat es brutal gut bemalt und wir haben... Kannst du vergessen. Wir fangen erst bei der Top 5 wieder an, wie ihr seht. Oh Mann. Spar dir diese Einleitung. Auf der 7. Das Problem ist, da wirst du mich jetzt wieder schuschen. Es ist ein großes Spiel von Mindclash, was wir vorher nicht gespielt haben. Auf der 7? Auf der 7. Nein, nein, nein. Das erste, was wir davon... Das erste Mindclash-Game. Ja, aber das habe ich, das hast du bei mir doch schon geschuscht. Deswegen darfst du jetzt drüber reden. Ah, okay. Wir kommen schon durcheinander. Bleib bei uns, wir sind verwirrt. Ich habe das anders gemacht. Und alt. Ja, wir konnten es endlich mal spielen und wir haben es auch gleich zweimal getestet. Erzähl weiter, ich bin gleich wieder da. Zweimal gespielt, einmal in der Grundversion und einmal praktisch im All-In. Und es ist Tricerion, Meister der Magie. Okay. Und ich wollte das damals schon mal Basti schenken. Ich habe es dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht, weil ich irgendeine Review gesehen habe und dachte, vielleicht doch nicht. Und ich finde es auch vom Artwork her so ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Aber wir haben es dann getestet und es ist halt ein richtig guter Mindclash-Titel. Ja, also wir sind Zauberer und wir sind keine richtigen Zauberer, sondern wir sind Magiker und wollen halt unsere Tricks aufführen und brauchen da verschiedene Zutaten für. Also wir brauchen Spiegel, wir brauchen Stoff, wir brauchen irgendwie Kelche und dann brauchen wir vielleicht noch Mitarbeiter, die das halt aufführen. Und dann müssen wir irgendwann hingehen ins Theater, uns einen Termin buchen, Freitag, Samstag, Sonntag. Stimmt. Und dann dürfen wir das aufführen, da darf dann auch kein anderer aufführen. Und dann schleppen wir da alles hin und machen halt den Auftrag und gucken halt, wie es in der Menge ankommt. Und das ist grundsätzlich alles super mechanisch, weil man eigentlich immer nur Worker platziert, Aktionen ausführt, Gegenstände kauft, Gegenstände sich vorbestellt, irgendwie den Trick vorbereitet und den Trick dann halt auch ausführt. Alles super mechanisch. Aber irgendwie, wir wissen auch nicht warum, ergibt das für uns ein thematisches Ganzes. Ja, ja. Auch wenn es eigentlich mit Magie nicht wirklich viel zu tun hat, weil du hast eigentlich nur so eine Karte, da steht halt drauf, als ich der Superzauber und dann halt die Materialien. Das passt halt auch irgendwie immer schon mit den Materialien, dass du sagst, ja klar brauchst du für den Fesselzauber jetzt irgendwie Seil und ja, wie gesagt, wir haben es halt gleich mit den dunklen Gassen gespielt. Und beim zweiten Mal mit Dahlgards Akademie. Genau. Und dass ich mir das merken kann, zeigt auch schon, dass mir das Spiel sehr gut gefallen hat. Weil normalerweise ist sowas sofort weg bei mir, wie das alles heißt. Deswegen, es ist bei uns auch auf der Jagdliste gelandet. Es ist noch nicht in der Sammlung, aber es ist, wird offiziell gerade gejagt. Ich gucke nach der roten Deluxe Big Box Edition. Sie darf auch in Englisch sein, also falls ihr einen abzugeben habt. Aber das heißt so wie das Ding so, ja, da möchte man jetzt doch schon alles haben, weil Dahlgards Akademie war schon gut und das Problem beim Spiel ist, es gibt in so vielen verschiedenen Editionen und ich habe das nicht und das und dies und jenes. Gibt es eine verbotene Edition? Bestimmt. Mit verbotenen Bildern. Auf jeden Fall, was mir richtig gut gefällt an dem Spiel, ist halt einmal die Tatsache, dass jeder Spieler schon anders anfängt, weil wir haben ja diese Arbeiter und die Arbeiter kauft man sich im Spiel dann immer noch dazu und die haben auch alle verschiedene Funktionen und Fähigkeiten und jeder Spieler fängt schon immer anders an oder hat zumindest wahrscheinlich einen anderen Arbeiter als andere Mitspieler und dadurch hat jeder schon mal so einen anderen Griff in die Mechaniken rein und das hat mir schon mal immer sehr gut gefallen und man kann halt viel immer so aus dem Spiel heraus irgendwie erwirtschaften und man hat immer das Gefühl, dass man immer irgendwas Cooles machen kann. Das ist halt nicht irgendwie so, dass ich jetzt immer sage, boah, jetzt muss ich halt das machen, aber ich mache jetzt halt das, weil es ist halt cool. Und man hat auch wie immer die Angst, kann man sich halt den Zauber kaufen? Wird der erstmal gewürfelt überhaupt? Oder jeden Zauber gibt es nur einmal und ich arbeite vielleicht schon auf den Spiegeltrick hin und dann holt sich Basti den mit. Das ist das Einzige, warum das Spiel bei mir höher angesiedelt ist. Das war bei mir auf der 9. Man hat nämlich jeden Zauber nur einmal und da muss man das Spiel schon wirklich oft gespielt haben und eine gute Spielerhilfe haben, um zu wissen, wenn ich jetzt mit diesen Zaubern anfange, kann ich mir später irgendwann unten diese Zauber leisten. Wenn mir den aber Sarah dann noch wegkauft, dann ist es immer ein bisschen ärgerlich. Aber ist ein, also wie gesagt, da muss man sich halt dran gewöhnen. Ja.
Ja, Tricerion, von daher, wie gesagt, auch richtig gut angekommen. Wir haben auch zweimal von zwei verschiedenen Zuschauern auch mitgebracht Ja. gekriegt, auch erklärt gekriegt. Das war wieder sehr nice. Das war auch das eine Mal dann die Erstpartie auch richtig gut erklärt bekommen haben und dann halt bei einem anderen Mitspieler, der halt vorbeikommt, gesagt hat, hey, du hast doch Tricerion, hast du mit den Expansion gespielt? Und ja, gar kein Problem, bringe ich mit, erkläre ich euch. Also mega. Also. Akademie war auch nicht schlecht, hat auch Spaß gemacht. Ist halt nochmal wieder ein bisschen mehr. Ist eigentlich wie immer bei Vantage Games, die haben halt immer relativ stabile Module, die man dazu bauen Genau, aber kann. ich würde glaube ich auch immer so mit Akademie spielen, weil sonst ist es halt immer doof, wenn du halt so die alten Zauber bringen dann halt immer nichts mehr. Wenn du dann schon Ja. die besseren hast, dann weißt du mal Mit der nicht, was du Akademie kann machst. sie noch Und dann aufwerten. kannst du die halt ne, Oder lehren in genau der lehren, Akademie. dann kannst du halt wenigstens damit noch was machen. Von daher, das ist auf unserer aktuellen Handlist. Ich denke mal, irgendwann 2024 werde ich wahrscheinlich Glück haben. Ich hatte jetzt schon zweimal zwei Leute angeschrieben, die dann das schon verkauft hatten. Deswegen. Vielleicht klappt es dann Ja. und ist dann 24 Teil unserer Es Sammlung. wäre auf jeden Fall schon das. Wir haben dann Perseverance, wir haben dann Anachrony, wir bekommen noch Perseverance die nächste Box. Wir haben noch ein anderes Spiel. Okay. Aber wir sind Also meine anscheinend. Platz 7, deine Platz 9. Wir sind, genau, dein Platz 7, meine Platz 9. Dann ist Genau. deine Platz 7. Mein Platz 7 wird auf jeden Fall geschuscht. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Jetzt red nur noch Sarah. Ist ein ganz neu erschienenes Eurogame, in dem wir mit Tschüss. Atem. Nummer Auf zum Atem! 6. Es kann sein, dass ich jetzt geschuscht werde. Oh. Hier ist nur noch die Schuschingliste. Ja, warte. Ja. Wir haben es ganz frisch bemalt. Es ist ein Dungeon Crawl, ein Schusch! Meine sechs. Haben wir auf dem Spiel gekauft. Und da habe ich mir auch gleich den Jungen dazu gekauft. Ah, okay. Darf Ja. ich drüber reden? Ja, das Ha! war bei mir schon. Das war auf Nummer 8. Echt? Da habe ich dich geschuscht. Ja. Völliger Wahnsinn. Auf jeden Fall waren wir auf dem Spiel und wir schon in der Vorberichterstattung habe ich diesen kleinen jungen Menschen, Jungen Menschen, es ist ein jungen planetarer Mond, Umrundungskörper. Moon Guy, habe ich den auf jeden Fall gesehen und ich habe gesagt, wenn ich irgendwas auf das Spiel mache, muss ich dieses Plüschi haben. Ich liebe es. Ich weiß nicht warum, aber mein Herz ist daran verloren gegangen. Und er ist unglaublich praktisch auf der Couch, weil der hat genauso diese richtige Kissenform, die man sich so hinter den Kopf klemmen kann. Ist total geil. Damit kann ich Basti anlocken, dass er mit mir kuschelt. Eigentlich so den Mondmann hinter mir, will er zum Mondmann, dann kann ich ihn schnuschnacken. Und er gehört auf jeden Fall zu Luna Rush. Bei Sarah war er auf der 8. 8, bei mir ist er auf der, Gott, ich bin durcheinander, 6. auf der 6. Und was ist es? Wir sind riesige Mega-Corporations auf der Erde und wir haben eigentlich einfach unfassbar viel Wir sind Geld. riesengroß wie Und Titanen. wir wollen auf dem Mond wollen wir eine Mondbasis bauen. Und dazu gibt es verschiedene Wege, die zum Mond führen. Einen langsamen, einen mittelschnellen und einen ganz schnellen. Und die müssen wir uns kaufen in so einem Drafting-System. Und schicken dann da Waren hoch. Und das Coole ist halt, der schnelle Weg, der ist sofort in dieser Runde da. Der mittelschnelle Weg ist erst nächste Runde da. Und der langsame Weg ist erst übernächste Runde da. Und dann schicken wir halt unsere Waren hoch. Und wir haben nicht so viele Runden. Ich glaube, wir haben 7 Runden im Spiel oder so. Und dann bauen wir oben auf dem Mond so eine Mondbasis mit so einem Worker-Placement-System. Ist relativ stabil. Es ist nichts Aufregendes, aber stabil. Und schicken dann die Waren, die wir auf dem Mond erwirtschaften, die halt richtig viel wert sind, schicken wir wieder runter mit demselben Straßensystem, langsam, mittel, schnell. Und unten auf der Erde werden die dann verkauft, wenn unsere Shuttles angekommen sind, mit so einem sich verändernden Warenkreislauf. Das heißt, wenn ich das langsame Shuttle beladen habe mit meinen coolen roten Mondsteinen und will damit richtig Zaster scheffeln, Sarah war aber schneller mit einem schnelleren Shuttle, das halt die schnelle Route genommen hat, dann hat sie den Markt schon getankt und wenn ich dann ankomme, kriege ich nur noch Appel und Ei dafür. Und warum sollte man es nicht immer machen, da auf dem schnellen Shuttle weniger drauf passt? Das Genau. heißt, Basti hat seine Waren irgendwie, der hat 5, 6 Mondsteine drauf geladen. Ich kann vielleicht mit dem schnellen Shuttle nur eins machen, kann dann aber halt für den guten Preis verkaufen und sein ist dann weniger wert. Und dann kann ich sogar noch ein Shuttle losschicken, was in der nächsten Runde da ist. Und wenn dann Basti in Runde 3 da ist, ist auf einmal so die Erde so, ja, scheiß auf deine Mondsteine, die brauchen wir halt nicht Und mehr. dieses Hin und Her ist halt einfach richtig cool. Man hat halt diese Shuttles, die man halt beladen muss. Das ist ein cooles Spielelement. Man hat halt diese Mondbasis, die man halt dann so für sich im Worker Placement aufbaut, upgradet und dann die ganzen Arbeiter da rumplatziert. Die müssen auch noch versorgt werden, dass die nicht sterben. Dann gibt es gleich wieder Punktabzug und sowas. Und es funktioniert. Macht nicht viel neu, aber es funktioniert einfach super gut und alles greift richtig schön ineinander. Das war für uns so ein bisschen so mit der Geheimtipp auf jeden Ja. Fall der Messe. Und nicht nur wegen dem Mondmann, wo ist denn jetzt eigentlich gelandet? Da Hinter hinten. dir wieder. Genau. Er sitzt auf deiner Schulter. Ein Glück. Und es macht einfach mega Spaß. Wir haben es noch nicht so oft gespielt, wie wir es gern gespielt hätten. Vielleicht spielen wir es zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen mal wieder. Wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist es angeplant, es bald wieder zu spielen. Es macht richtig viel Spaß. Die Komponenten, ich glaube, wir haben die Deluxe-Version oder so, Genau. sind auch ganz wunderbar. Allerdings muss man bei der Deluxe, habe ich jetzt nochmal das Kartendeck Ja, nachbestellt, diese weil die Holokarten. Deluxe-Version Holokarten? hat.
Holokarten. Die finde ich, ja, Holokarten sehen immer richtig cool aus, die alten Pokémon-Kinder unter euch so, Holokarten, aber spieltechnisch sieht man die halt echt schlecht. Ja. Und man kann beim Verlag selber halt nochmal nachbestellen oder sich die Dateien holen und das halt selber nochmal nachdrucken lassen, einfach wegen der Übersicht. Ja. Weil es war halt einfach, wenn da die Karten liegen, ich habe keine Chancen zu sehen, welche Ressourcen die, keiner von uns hat die gekauft bisher, weil die einfach so schlecht zu erkennen sind auf dem Spieltisch, also, weil wenn das Licht da von oben kommt, ja, keine Chance. Gestern angekommen, dann können wir halt praktisch wieder eine neue Runde starten. Und ja, wie gesagt, ich finde halt dieses Timing extrem lustig, weil es halt irgendwie so Timing des Spiels und halt auch Preise kaputt machen das Spiel so ein bisschen. Und dass jeder noch jedem irgendwie reingrätschen kann. Und man kann auch, das hast du glaube ich schon gesagt, nach die Zugreihenfolge wird mit Siegpunkten habe ich noch nicht gesagt. Und die wird immer teurer nach hinten hin. Genau, das heißt, es wird dann immer teurer, wenn ich jetzt der Erste sein möchte. Möchte ich dann wirklich 15 Siegpunkte dafür ausgeben? Oder dann später kann es auch 35 oder 45 Siegpunkte sein. Also es ist dann halt schon super krass. Man kriegt richtig, richtig, richtig viel Geld. Und Geld sind Siegpunkte in dem Spiel. Was ich halt richtig geil finde, um das abschließend zu sagen, ist halt wirklich einmal diese Geschwindigkeitsunterschiede, nicht nur halt von den Straßen, sondern auch, wir bieten halt alle gleichmäßig um diese Strecken. Und dann geht jeder so für sich zurück und baut gemütlich die eigene Mondbasis und dann sind wir wieder zusammen unterwegs und interagieren wieder und verkaufen unsere Waren. Und das finde ich richtig cool. Das ist immer so, wir zusammen, ein bisschen alleine. Wir zusammen, ein bisschen alleine. Und das hat einen coolen Flow, das Spiel. Also, super. Mir macht es richtig Spaß. Ich hatte auch schon. Und ich bin gar nicht so der Wirtschaftsspielmensch. Eine Nachricht gekriegt, da war jemand besorgt, hallo Oliver, dass das zu dritt nicht funktioniert, weil es gibt ja zwei Hauptressourcen und dann, dass sich zwei halt auf eins einschießen würden und eins auf das andere. Es gibt erstmal vier Ressourcen, zwei nicht so tolle und die bauen dann auf die besseren auf, aber es gibt auch noch die Ressource Menschen, weil die Menschen müssen ja verpflegt werden. Es hilft mir überhaupt gar nichts, wenn ich die geilste Diamantenfabrik habe und ich habe einfach keine Menschen, die halt verarbeiten können, oder ich kann die halt nicht füttern und kriege dann auch richtig Minuspunkte. Und es ist einem relativ leicht gemacht, fand ich, nochmal umzuswitchen. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, okay, Basti macht jetzt auf Diamanten, ach, gehe ich auch nochmal in Diamanten, muss ich mir vielleicht schnell noch die Raffinerie dahin bauen, aber ich kann halt auch wieder reingrätschen und es vorher abliefern, bevor er halt seinen Mega-Deal da irgendwie macht. Oder du kaufst einfach eine von den Holokarten, die einfach immer 25 Geld macht mit jeder Aktion. Ja, 25, also Punkte. Genau, die Holokarten halt ist halt auch noch so eine Ressource, von daher also mache ich mir da keine Sorgen. Also wir haben es auch schon zu dritt gespielt, kein Ding. Funktioniert gut. Ja. Das war deine Nummer 6, ne? Das war meine Nummer 6, ne? Meine Nummer 5 ist das Spiel, wo ganz viele Leute Probleme haben, es auszusprechen. Es ist ein Städtename. Ein tschechischer Städtename. Ah, oh, das habe ich nicht drauf. Das hast du nicht drauf? Nee. Ich hatte genug Euros. Es ist Kutna Hora, das neue CGI-Spiel. Und wir sind halt in Kutna Hora, die Stadt des Silbers, und bauen uns so langsam auf. Das hast du nicht auf deiner Liste. Ich habe genug andere Euros. Also. Es ist halt gut, aber es ist halt vielleicht die 11. Also, ich fand's richtig cool, weil man baut halt langsam so seine Stadt auf und man hat so verschiedene Karten, die man halt ausspielen kann, und man hat 5 Züge jeden Zug rum. Also man hat 5 Aktionen jeden Zug. Ja. Man kann 2 und 1. Man kann eine Karte mal spielen, da sind aber 2 Aktionen drauf. Das heißt, man muss gucken, spiele ich sie halt so rum oder spiele ich sie so rum? Spiele ich halt jetzt das Bauen? Da ist aber auch Grundstück drauf und ich möchte mir vielleicht diese Runde 2 Grundstücke sichern. Das heißt, dann kann ich nicht die Bauenkarte, dann muss ich vielleicht eine andere Bauenkarte nehmen. Und man baut sich so langsam seine Stadt halt praktisch auf und man geht halt in die Mine und scheffelt halt Silber unten drunter. Oder Erz auch. Erz, ne? Und das Spannende daran ist, dass jeder halt nur Zugriff auf 3 Gilden hat. Das heißt, nur weil ich irgendwie, was weiß ich, die Nahrungsgilde, die Fleischgilde, sagen wir immer, habe. Die Fleischgilde, die Biergilde und die Mine, da kann ich was ganz anderes haben. Genau, das heißt, vielleicht interagiere ich gar nicht mit Basti, da interagiere ich dann vielleicht mit Simon. Mit der Silbermine interagiere ich aber mit Basti. Und bei meiner Vertragsgilde, da interagiere ich halt mit Tobi. So. Aber wir alle interagieren mit der Stadt und das ist das Besondere. Genau, also ich finde, es ist ein mega interaktives Duo tatsächlich. Das, wo vieles ja sonst immer dran scheitert, ist das halt extrem interaktiv, weil um so ein Gebäude zu bauen, braucht man auch 3 Aktionen. Man muss es sich erstmal kaufen vom Markt. Wenn ich also das kaufe, dann den Bauplan, dann rückt der von da, wo ist, nach hinten. Er wird also teurer für andere. Das heißt, ich kann auch sagen, ich kaufe es an anderen Leuten, das weg. Dann musst du einen Grundstück reservieren. Das Grundstück ist halt so teuer wie die umliegenden Gebäude das teuerste. Außer du bist super beliebt. Das heißt, du musst da schon mal gucken, wo du dich halt irgendwie hinsetzt. So, boah, ich möchte mich da hinsetzen. Da hast du jetzt gerade den Preis um 12 hochgedrückt. 12
Geld musst du dann halt auch erstmal haben. Und ja, dann ist es halt noch, wie gesagt, wie so, oh gut, meine Fleischressource ist gerade super wertvoll. Simon baut ein neues Fleischgebäude, weil ich mit ihm in Fleisch interagiere. Der Fleischpreis droppt. Und genau darauf wollte ich hinaus, weil wir haben so Schieberegler und alles, was wir machen in der Stadt, verändert halt diese Schieberegler, also die Preise von diesen ganzen Materialien. Und wenn zum Beispiel neue Häuser gebaut werden, kommen auch wieder neue Bürger in die Stadt, dann werden die Karten durchgeschaffelt und dann ist vielleicht die Nachfrage wieder größer. Das heißt, wenn wir zu viel Fleischgebäude haben, dann sinkt einfach der Fleischpreis, bis halt wieder mehr Leute in die Stadt kommen, dann geht er wieder rauf. Und das heißt, man hat permanent so eine Veränderung in den ganzen Waren und das fühlt sich irgendwie realistisch und auch nachvollziehbar an. Genau, wir hatten zum Beispiel im letzten Spiel, da war es das, die Holzgilde, die hatte ganz lange nichts gebaut und irgendwie war dann der Holzpreis so hoch. Und dann war man die ganze Zeit so, ich hatte zum Beispiel keinen Zugriff auf die Holzgilde. Ich so, Holzgilde, Leute, wollt ihr nicht mal ein Holzgebäude kaufen, damit ich mir wieder neue Gebäude kaufen kann? Weil das Lustige ist halt auch, wir reden jetzt Fleischbier, sonst was, das existiert alles nicht. Es existiert nur Geld. Geld. Das heißt, wenn man Einkommen macht, wird nur geguckt, okay, mein Fleisch ist momentan 5 wert, ich produziere 5 Fleisch, 5 mal 5 ist mein Einkommen davon. Und das kann halt schwanken. Das heißt, wenn es runtergeht auf 1, ist halt, was 25 Geld vorher wert war, nur noch 5 Geld. Ja. Und das macht es halt cool und wie gesagt, ich finde es, also auch unten in der Mine, da gibt es auch Mehrheiten und so, die kann man aber auch ignorieren, je nachdem, ob man die ist nicht so der stärkste Teil des Spiels. Ob man da mitmacht oder nicht, aber ich finde halt, durch diese ganzen Sachen sind es halt unglaublich interaktive Sachen. Du kannst auch oben an der Kirche weiterbauen, da musst du halt aber der Erste sein und denkst immer so, oh, ich will jetzt diese Aktion haben. Hoffentlich nimmt nicht einer vorher die Santa Barbara und natürlich nimmt er die Santa Barbara. Das ist ein Spiel, wo du immer zum richtigen Zeitpunkt was machen musst. Du musst zum richtigen Zeitpunkt deinen Claim abstecken, zum richtigen Zeitpunkt verkaufen, zum richtigen Zeitpunkt an der Kirche weiterbauen. Du hast immer Angst, wenn du eine Aktion machst, dass dann wer anders dir was wegnimmt. Du bist immer so, oh, ich muss mir jetzt den Gebäude, der ist gerade günstig. Aber wenn ich das mache und Basti nimmt sich das Grundstück, dann kann ich es eigentlich komplett vergessen. Also aber ich muss auch die Santa Barbara. Deswegen, ich finde es super cool. Ich finde die Aktionsmechanismen auch relativ cool auch mit diesen Karten, dass du halt immer eine Aktion noch nicht spielen kannst und dass du halt immer gucken musst, was du dir halt vorprogrammierst. Ich fand's halt auch eine der Überraschungen von das Spiel schlecht. Ich finde es auch nicht, dass es hässlich aussieht. Nee, ich wollte es auch gerade sagen. Ich finde, das sieht halt irgendwie cool aus, weil es hat mal einen ganz anderen Grafikstil. Es ist ein modernes City-Building-Game. Wenn es jetzt wieder so ein braunes Städtespiel wäre, wie alle anderen, wären wir wahrscheinlich dran vorbeigegangen. Aber es ist halt dieses sehr schwarze, dann mit dieser silbernen Folierung. Silberne Folierung, goldene Folierung. Und dann diese Aktion, die du spielst, die sehr gesättigt, sehr krass sind von den Farben her. Also ich ist eigentlich auch relativ fix gespielt, wenn man jetzt nicht Spieler hat, die sich zu sehr rein vertiefen. Also ja, es ist wirklich ein gutes Spiel. Bei mir wäre es auf der 11, also das ist auf jeden Fall mit in meinen Top 11. Meine Nummer 5. Das ist so gut. Das heißt meine Nummer 5, ja? Mhm. Kann ich vielleicht schuschen? Meine Nummer 5 ist ein Spiel One vs. Many. Hab ich nicht drauf. Gut. Und zwar in einem Steampunk-Thema und ein Spieler übernimmt die City of the Great Machine und ist halt so eine AI, die so eine fliegende Stadt in so einer Steampunk-Welt kontrolliert. Das ist also der eine Spieler, the one. Und dann gibt es halt drei andere Spieler, also am besten wird es zu viert gespielt, die halt aufständische Bürger übernehmen, die versuchen, diese Macht dieser AI halt zu brechen. Und das ist halt dann so, wir haben halt diese ganz verschiedenen Felder, bewegen uns da drüber. Die City of the Great Machine versucht immer so ihre Missionsziele zu erfüllen, um halt auf 12 Masterplan-Punkte zu kommen, um zu gewinnen, während halt die Aufständischen halt versuchen müssen, drei Aufstände anzuzetteln. Und das ist halt so, es ist ein Hidden-Movement-Game und zwar aber nur für einen Teil des Spiels. Das heißt, die Aufständischen geben halt, nur eine Runde. Die sagen sich halt immer ganz gut, wir gehen da und da und dahin. Dann versucht die City of the Great Machine, ohne zu wissen, wo die hingehen, weil es ja Hidden Movement, versucht dann halt deren Pläne zu durchdringen und zu brechen. Und dann bewegen sich halt die und versuchen halt ihre Aufstände zu machen. Ist relativ easy gespielt, hat ein paar Feinheiten, was diese ganzen verschiedenen Orte machen und so weiter und so fort. Thematisch finde ich es aber sehr cool. Und ich finde, das ist so ein Spiel, wo jede der Fraktionen sich relativ gleich stark anfühlt, weil die City of the Great Machine, also der böse Spieler, also ich bin also eigentlich immer der Gute. Was ist immer der Böse? Ist immer Ansichtssache. Ist halt ziemlich stark, hat aber die ganze Zeit Angst vor den Aufständischen, weil die halt wie die kleinen Mäuse durch die Stadt rennen und überall Feuer anzünden. Und die fühlen sich wahrscheinlich immer unterdrückt von dem anderen Spieler. Aber es ist halt ein Spiel, wo wir auf einem Level sind. Das finde ich ganz cool. Man ist nicht mehr drauf. Ich finde es von den Regeln immer ein bisschen fitzelig tatsächlich. Weil da sind auch wirklich Kleinigkeiten, die du leicht übersehen kannst. Und dann, du brauchst eine gute Spielerhilfe. Genau, und dann kann das Spiel halt damit auch fallen. Und es ist immer so ein bisschen das Problem bei den Aufständischen jetzt. Die müssen ja untereinander so ein bisschen kommunizieren, da kann man sich Karten zeigen. Und
verschiedene Leute verstehen verschieden gut, was also das sind von dann die möchte. Ortskarten, wo Sarah jetzt vorhat hinzugehen. Das genau. sehen halt nur die Aufständischen, aber ich als böse Maschine sehe das nicht. Genau, Basti sitzt aber am Tisch, das heißt, er hört halt alles und ich hatte das zum Beispiel im letzten Spiel, als ich gesagt habe, ich gehe da hin, möchtest du da nicht das machen? Und habe auf die Aktion gezeigt. Der Mitspieler hat aber nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Und ist weggegangen. Und ist dann halt weggegangen. Und war auch gesagt, so, aber man kann jetzt auch nicht sagen, hey, ich gehe jetzt da hin und schieb dir da Leute hin, damit du dann die Unruhe hochschieben kannst. So. Und es ist halt immer so dieses, ist es dann ein bisschen hackelig, wenn dann derjenige versteht oder halt auch nicht versteht, was halt losgeht. Das macht natürlich, nervt die Menschen auch ein bisschen runter, dass die halt nicht zu stark werden. Aber ja, bei uns hat es letztendlich auch dran gelegen, beim letzten Spiel war irgendwie so, da hätte ich alle checken können für null. Wir dachten aber, wir können das nur einmal machen, das ist eine Aktion, das aber das darf man so machen, wie halt, man möchte. Du hast als Maschine halt nur ein menschliches Gehirn und spielst halt gegen drei menschliche Gehirne und gehst natürlich davon aus, dass die irgendwie die Regeln schon verstehen, aber es ist halt ein Spiel, das profitiert von mehreren Spieldurchläufen, von mehreren Sessions und von wirklich einer guten Spielerhilfe. Ich denke, es ist teilweise auch das Problem, dass es teilweise schlecht benannt ist. Ja. Weil immer so, was sind jetzt Famous Citizen? Das sind alle. Anstatt dass man sagt, das sind Citizen-Token oder sonst was. Ja. Oder das halt auch es ist zu thematisch benannt. Die Währung verschieden heißt und so. Ne? Da hätte man vielleicht Funds das nochmal ein bisschen so, runter machen können, dass man das auf eine Benennung macht. Was ich aber finde, was halt richtig cool ist in dem Spiel, ist halt dieses Gefühl, mal irgendwas geschafft zu haben. Wenn die Aufständischen es halt schaffen, gegen alle Widrigkeiten so einen Aufstand anzuzetteln oder irgendeine coole Aktion durchzuführen, ist es halt ein richtig cooles Gefühl, genauso wie das als Maschine, halt ein richtig cooles Gefühl ist, wenn man dann halt wirklich mal seinen Helfershelfer irgendwo platziert, der dann da vielleicht eine Razzia macht und genau da rennt halt Sarah rein und man fängt sie halt, man fühlt sich halt immer irgendwie voll schlau in dem Spiel. Und das Coole ist halt noch, man kann das Board noch verändern. Das macht man relativ wenig in dem Spiel. Aber wenn man es macht, ist es meistens schon ziemlich stark. Da bin ich ja drauf aufmerksam geworden auf das Spiel, weil ich das halt gesehen habe, dass man halt diese Teils rumschieben kann und schon relativ cool, wenn dann auf einmal Wege verändert werden und dann, was soll wir aber mal länger brauchen und Basti uns reingrätschen kann, aber wir brauchen halt kürzer, bei uns die Wege halt schneller und können halt schneller. Ich denke, wenn man da ein bisschen öfters gespielt hat und sich da noch ein bisschen bessere Taktiken so etablieren, kann das noch cooler werden, als es jetzt schon ist. Aber ich finde es thematisch und mechanisch sehr, sehr cool. Das hatte ich auf der reinen Drop-Liste, die eventuell auf Platz 10 ist, aber das ist so ein Ding, wo ich wusste, dass du das auf jeden Fall musstest. Ja, das sind wir schon. Auf Platz 4, ne? War es dein Platz 4? Das war mein Platz 5. Genau, dann kommt jetzt mein Platz 4. Korrekt. Spielen wir auf dieser Matte hier. Ist ein Kampagnenspiel. Oh, wir sind beide auf 4. Congratulations. Es ist der Nachfolger von dem Spiel, das wir auch komplett durchgespielt haben. Es ist Frosthaven. Ja, wundert mich. Hätte ich nicht gedacht, dass es. Also ich hätte gedacht, du hättest es weniger weit oben. Frosthaven ist ein bisschen gerettet worden von unserer letzten Partie. Ja. Weil es ist so, wir machen immer wieder Kickstarter-Rückblicks. Wie gesagt, könnt ihr auch in die Playlist gucken, wo wir immer wieder über Spiele sprechen, die wir halt gespielt haben. Und Frosthaven hat jetzt gerade so einen richtigen Downer, weil teilweise die Missionen im Gegensatz zu Gloomhaven richtig schwer sind und auch unfair sind. Sie wollten ein bisschen zu viel. Bei Gloomhaven hat man noch oft so Missionen gehabt, da gab es so einen kleinen Twist, aber meistens ist man doch durch den Dungeon gelaufen, hat gekloppt. Und jetzt gibt es teilweise so viele Sonderregeln auf Sonderregeln, die auf Sonderregeln fußen, die Mission teilweise so quer und schwierig machen. Ein Beispiel, um das halt, also das ist ja jetzt bei euch gerade, glaube ich, überall angekommen, weil es ist jetzt in Deutsch ausgeliefert worden. Man hat einen 3-Raum-Dungeon. Man hat sich jetzt schon 2,5 Stunden durch die ersten 2 Räume gemacht. Normalerweise beim Gloomhaven machst du den Raum auf, da ist ein Endboss, du killst den, fertig. Mhm. Bei Frosthaven ist es so, du machst den Raum auf, da ist ein Endboss, da ist aber auch noch eine Kugel, die du beschützen musst, dass die nicht zerstört wird und es spawnen noch 6 Monster. Und du musst noch eine Kiste irgendwo hinschieben, wo man dann sagt so, gut, nach 2,5 Stunden, wir sind eh schon fast tot und dann wird jetzt noch ein 80 Lebenspunkte Endboss, 6 Monster und 5 Sonderregeln. Und wir müssen die Kugeln noch retten und irgendwer kommt noch die Treppe nicht hoch und so. Und was mir auf jeden Fall immer so ein bisschen missfällt, wenn ich mir die Mission durchlese, wir haben uns für eine Mission entschieden, ich lese mir schon mal kurz die Regeln durch, wenn ich dann halt sehe, und das ist leider relativ oft in den Missionen gewesen, die wir bisher gespielt haben, wenn halt Gegner nachspawnen. Ich mag das, dieses Gefühl zu haben, der Dungeon-Raum ist leer, ich habe ihn gecleared, aber wenn ich dann so eine Mission habe, alle 2, 3, 4 Runden spawnen Gegner, spawnen Gegner, spawnen Gegner, spawnen Gegner,
Es wird nervig. Aber es soll jetzt hier nicht die negative Liste sein. Das ist das, um zu erklären, warum Basti dachte, es ist bei mir tiefer. Wir müssen ja aus diesem Loch jetzt wieder hochkommen, weil es macht so viel richtig. Genau, und es macht auch viel, viel besser zu Gloomhaven. Ich mag halt die City-Phase um einiges mehr, dass die Stadt halt auch wirklich lebendig ist. Es fühlt sich auch, als würden wir aus diesem Wildnis, die halt am Anfang Frosthaven ist, wirklich langsam aufbauen. Aber auch langsam. Und es ist auch schwerfällig. Es ist nicht so, dass wir nach so vielen Missionen, wie wir bisher gespielt haben, jetzt schon eine blühende Stadt haben. Genau, also wir haben jetzt ein Frosthaven-Jahr gerade durch. Das heißt, einen kompletten Sommer, einen kompletten Winter. Wir sind jetzt gerade wieder im Sommer angekommen. Schon ganz schön krass, ich finde das auch, es ist aber auch eine gute Weiterentwicklung zum Gloomhaven. Die Charaktere sind schon um einiges schwieriger, wenn man einsteigt. Und die sind auch interessanter, finde ich, weil die machen alle so viel coole Sachen. Es ist nicht so, dass du den normalen Typen mit Schwert und Schild hast. Du hast immer irgendwas Cooles. Und was jetzt auch ist, ich glaube, das ist auch kein Spoiler mehr, das ist schon oft genug erwähnt worden. Es ist ja so, beim alten Gloomhaven, du hast retired, hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Ja. Das hat damit geendet, dass meistens der den Charakter retired hat, dann diesen Charakter spielt. Den neuen, den er freigeschaltet hat, weil man will ja keinen Grundcharakter spielen. Und jetzt bei Frosthaven ist es halt so, dass es sich durch andere Sachen da freischaltet und dass man halt sagt so, ja gut, ich muss jetzt nicht den spielen, den ich jetzt freigeschaltet habe, ich nehme jetzt halt einfach einen anderen. Ja. Der halt vorher freigeschaltet ist durch andere Sachen. Meistens ist es halt so, bei Frosthaven wird man sehr belohnt, wenn man so Storystränge zu Ende macht. Ohne jetzt groß zu spoilern. Also das Gefühl haben wir auf jeden Fall. Ne? Wir haben jetzt gerade einen größeren Storystrang durchgespielt. Wir haben es wirklich mal durch. Am Anfang sind wir immer so, da ach, und dort, da und ist da, was, und da ist eine Höhle, da ist irgendwas und da oben ist irgendwas. Ist so ein bisschen wie bei Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, was ich gerade spiele. Das und das und das. Und das ist halt beim Spiel nicht so gut. Jetzt haben wir uns mal gezwungen, gerade zu gehen. Strang zu Ende machen, dann kriegt man immer eine Menge. Aber auch richtig geil. Wir spielen es mit der Vorteile-App, die ist auch nochmal hervorzuheben, die ist sehr, 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 sehr geil. Ich habe jetzt auch für einen anderen Kickstarter auch mal Vorteile dazu bestellt, weil das fand ich echt cool. Ich lese gerne vor, aber es ist bei Frosthaven manchmal auch ganz praktisch, wenn man sich mal was vorlesen lassen kann. Aber wirklich, die letzten Missionen, die wir gespielt haben, die waren wieder fantastisch. Da hat sich wirklich wieder dieses alte Gloomhaven-Gefühl eingestellt. Wir sind halt eine Gruppe, wir spielen zusammen. Es ist einfach auch ein cooles Gefühl. Genau, die letzten Missionen waren halt einfach Abenteuer wieder besser zusammen. Und wir hatten eine Zeit davor, wo halt wir... Also da hatten wir auch bei BGG nachgeschaut, wo halt da stand so von wegen so, wer hat sich bei den Missionen gedacht, dass das eine gute Idee ist? Also da sind so 3-4 dabei, wo man so denkt so, ja gut, das kann doch keiner schaffen. Oder wahrscheinlich der eine, der das dann durchsolot und durchrechnet, der schafft das dann, aber die waren so krass. Oder es kommt auch immer auf die Gruppenzusammenstellung an. Es ist ja wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich, welche Charaktere gerade aktiv sind. Und wir haben jetzt auch keine Lust, unsere Charaktere in Rente zu schicken, andere Charaktere zu bauen, nur um diese Mission zu schaffen. Also irgendwo... ist der Spielspaß dann auch zu Ende, aber das Spiel, die Welt, das Gefühl, was passiert, was sich aufbaut, diese Stadt und die Charaktere, boah, der erste Charakter, mit dem ich gespielt habe, so ein zeitversetzter Meuchelmörder, der Blinkblade. Ja. Mega, mega, super spaßig. Meine 4, nee, meine 3. Du darfst deine 3 jetzt machen, jetzt ist es umgeswitcht. Jetzt bist du der Leader. Leichter, dich auszubremsen. Rock and Stone. Ja. Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic. War auf meiner Platz 6. Ja, cool. Haben wir auf der Spiel mitgenommen. Ist ein Spiel, das habe ich vorher schon mal gesehen, aber als Let's Play auf dem Computer, weil es nämlich eigentlich ein Computerspiel. Es sind 4 Zwerge, die gehen in so einen Alien-Planeten, bohren die sich rein und müssen da halt Edelsteine rausholen. Das Problem ist, in diesem Alien-Planeten sind halt ganz viele Insektenmonster und es ist halt ein kooperatives Spiel, wo wir halt zusammen versuchen, die Mission Ziele zu erfüllen, also meistens irgendwelche Schätze scheffeln, während wir halt versuchen, die Wellen an Alien-Käfern wegzuballern. Bisher haben wir noch keinen Dungeon-Crawler gefunden, der Sarah gefallen hat. Wenige. Das ist der erste, den sie mit Freude, glaube ich, spielt. Ja, also es ist tatsächlich so, also es ist ja sowohl voll kooperativ wie auch Dungeon Crawler. Sarah schon mal so. Beide Sachen, nur Sarah so. Ich will nicht. aber das ist tatsächlich so, dass mir das Spaß macht. Es ist auch schon mal mit Zombicide verglichen worden, wo ich gesagt habe, so, ich verstehe, wo es herkommt, weil bei Zombicide kämpft man ja auch gegen diese Horatten drauf an. Bei Deep Rock Galactic ist es aber halt so, du hast halt nicht diese. Also bei Zombies halt habe ich oft das Gefühl, da ist ein Feld mit 20 Zombies, dann nehme ich 5 weg. Ja. Ist dann, ob dann da 15 oder 20 stehen, ist jetzt nicht so groß der Unterschied. Ja. Bei Deep Rock Galactic habe ich halt das Gefühl, die Grunts waschen
dran, aber schließlich vielleicht doch erst die Broodmother oder nehme ich erst den Warden oder nimmst du es? Guck mal, bei dir ist doch, das steht doch viel näher dran, machst du nicht vielleicht das und dann kann ich das wieder runterkommen? Oder weil du den coolen, die coole Möglichkeit hast, irgendwie diese Abgründe, die da überall sind auf der Karte, mit irgendwie einem Seil oder so zu überbrücken. Die gibt es aber schon auch wichtig. Nicht. Ja, aber das ist halt noch, noch so ein Layer mehr, was halt. Deswegen meine ich ja, dass. Ich war ja gerade bei dem Zombicide-Vergleich und da ist es halt auch so, du kannst auch jeden Endboss legen mit deinen Grundwaffen. Das war ja bei Zombicide zum Beispiel nicht so, dass man da bestimmte Kombinationen brauchte. Es braucht vielleicht länger und manche Waffen sind halt auch schwächer. Das Coole ist halt, jeder hat auch schon eine geile Knarre am Anfang. Coole Fähigkeiten und jedes von den Aliens hat vielleicht auch so kleine Resistenzen. So, ich will auf das schießen. Der hat aber gegen Blau Immunität. Simon, kannst du den nicht vielleicht schießen? Ja, aber ich muss den schießen. Ja, pass auf. Dann erschieße ich dir den und du schießt dann auf den, dann haben wir bessere Chancen. Und es ist aber dann trotzdem nicht zu alpha-gamerig, weil es dann auch wieder so simpel ist in dem Ding, dass wir sagen können, die Struktur ist ganz einfach, ihr braucht irgendwie 10 rote Kristalle. Ja. Und das ist so straightforward. Ja. Und du musst halt gucken, dass du das halt überlebst, dass du halt die Viecher tot kriegst. Du rennst und rein, erfüllst die Mission und musst halt auch wieder raus. Ja, der Rückweg ist halt der auch Rückweg ist wirklich das Schwierige, weil die Zeit schreitet halt voran, da werden immer wieder neue Alien-Angriffe ausgelöst. Und wenn die Zeitleiste halt am Ende angekommen ist und du bist nicht zurück in der Rettungskapsel, ist halt Game Over, man, Game Over. Was ich halt auch noch super cool finde, ist, dass das Spielfeld variabel ist. Das heißt, wir haben diese Zwerge, wir sind ja unter Erde, wir können buddeln, wir haben Spitzhacken. Der eine Zwerg hat sogar so zwei Bohrhände. Und wir können wirklich unsere Tunnels bauen über die Karte und können halt wirklich auch anfangen, Gegner zu umrunden oder vielleicht dieses Kartenteil von einer ganz anderen Seite anzugreifen, weil wir uns halt vielleicht rumgebuddelt haben. Die Möglichkeiten sind halt so cool, dass man da halt auch nochmal irgendwelche Sachen machen kann. Es macht einfach mega Spaß. Die Figuren sind richtig mega schön. Es ist halt super kurzweilig. Man hat da immer das Gefühl, man macht auch was, weil wie gesagt, bei Zombies halt, wenn ich in die Zombie-Horden reinschieße, fühle ich manchmal so, ja, ist jetzt auch egal. Da kommen zwar auch die Wellen, aber man kann es auch immer wieder schaffen, das Board abzuräumen. Und es fühlt sich halt mega kooperativ an, dass man dann auch anderen Zwergen aufhelfen kann. Ja. Und es ist auch mega thematisch, es passiert immer bei dem Spiel, wir warnen die Leute, es ist am Ende zu schneller vorbei, als man denkt. Ja, super schnell. Es ist aber immer so, die Zwerge, es passt auch so zu Zwergen, so, oh, ich könnte noch den Loot wegbohren. Der und Edelstein, wir brauchen den nicht, aber... Aber das ist Loot halt. Und man sagt immer so, nein, wir müssen jetzt langsam aufpassen, wir müssen langsam ruckeln. Aber die Zwerge, sie haben zu tief gegraben. Dann kommt wieder der nächste Rush von den Viechern. Irgendwann kommt die Balrog-Arbeiter. Wir machen uns immer den Soundtrack von Deep Rock Galactic Computerspiel an, das gibt dann noch ein bisschen Atmosphäre dazu. Wie gesagt, wir haben die Miniaturen vollständig angemalt, werdet ihr auf den Fotos gesehen haben. Es gibt auch ein Video, eine Miniaturberatung dazu hier auf dem Kanal und es macht einfach Spaß. Es ist auch so ein Spiel, das ist relativ schnell auf- und abgebaut, kurzweilig, schnell erklärt, also immer praktisch bei sowas. Hat halt nicht viele Regeln und von daher, wie gesagt, wenn halt der Vergleich kommt und da habe ich halt auch nochmal drüber nachgedacht und dann ist es halt. Wie gesagt, bei Zombicide fühle ich mich halt auch nicht so, als ob ich interessante Entscheidungen treffe. Nee. Bei Deep Rock Galactic schon, dass ich dann sage, beim letzten Mal war zum Beispiel, da kam so ein Mega-Viech irgendwie und eigentlich hatte ich halt einen Grunt in meinem Rücken, den musste er halt wegmachen, wo ich dann gesagt habe, hey Simon, kannst du das machen? Weil dann gehe ich in meine Sniper-Stance, schieße 8 Felder weit und bretter dem erstmal 3 blaue Würfel rein. Gegen die er sich nicht verteidigen kann. Und dann sagt er nicht, ja klar, kein Problem, ich hack dir das weg, dass du nicht getroffen wirst. Dann steht aber Basti im Weg und blockiert die Sichtlinie. Dann steht Basti im Weg und würfelt einfach kein Meißel die ganze Mission geht verloren. Ich musste, um die Mission zu erfüllen, auf dem Würfel eine Spitzhacke würfeln und da ist halt ein Blank drauf. Und natürlich würfel nicht den Blank. Ja, aber hat von der lustigen Geschichte gesorgt, von daher ja, Deep Rock Galactic. Spiel. Das war meine 3. Meine 3. Ich denke, meine 3 ist wahrscheinlich bei dir überhaupt gar nicht drauf. Bin gespannt, ich habe noch ein paar Spiele frei. Ein sehr großes Kampagnenspiel. Ja, habe ich, das war bei mir auf der 8. Da habe ich dich abgebollockt. Korrekt. Da freut sich Basti lustigerweise jetzt auch auf den 2. Runde. Es ist Aeons Trespass Odyssey. Cycle 1. Cycle 1, genau. Ja, das muss man ja auch immer dazu sagen. Korrekt. Wir haben es ja noch nicht komplett durchgespielt. Aber wundert mich, dass du es halt noch mit auf Liste hast. Hattest du es nicht nur mit einer 6? Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass es viel gut macht. Vieles aber, gerade, wie gesagt, wir reden immer nur von Cycle 1, dass es aber vieles nicht gut macht. Aber was es gut macht, macht es gut. Wir haben da auch ein ganz langes Video zu. Da haben wir alles aufgedröselt. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufdröseln. Aber ihr müsst die alle gucken. Bei dir hat es noch ein bisschen nachgewirkt. Du warst, glaube ich, nach dem Spielen negativer und so mit der Zeit ist das wieder rangereift, dass du es wieder Ich will halt wissen, ob Cycle 2 die Dinge, die es nicht gut macht, und ich will das alles gar nicht spoilern,
also die Cycle 1 nicht gut macht, hoffe ich, dass Cycle 2 die besser macht. Wenn Cycle 2 die besser macht, dann kann das Spiel noch viel, viel besser glänzen bei mir. Ja. Aber die Ausfälle waren halt schon groß bei Cycle 1. Ja, vor allem das Reinkommen. Also das Spiel ist, Regelmonster, glaube ich, eins der Spiele mit der größten Einstiegshürde. Ja. Da werden viele dran abprallen, weil wir haben auch so unsere 7 Spiele gebraucht, bis es angefangen hat zu snappen. Meistens ist es bei uns so, dass wir immer, einer liest das Regelbuch, erklärt es dann dem anderen. Bei diesem Spiel mussten wir beide mehrfach das Regelbuch lesen, mehrere Regelerklärvideos gucken und trotzdem mussten wir noch in jeder Session gucken. Ich habe auch gesagt, das ist eines der lustigsten Sachen. Normalerweise, wenn du Regelfragen hast, kannst du zu BoardGameGeek gehen, kannst du in ein Forum schreiben, kriegst 5 Antworten, 4 sagen das, einer sagt das. Wo du sagst, okay, wahrscheinlich ist es das mit den 4 Antworten. Bei Aeon's Trespass stellst du eine Frage, kriegst 10 Antworten, 10 verschiedene, komplett verschiedene. Vor allem übertrieben gesagt, hast du bei Aeon's Trespass im generellen Forum hast du vielleicht 1000 Threads und bei den Regelfragen 10.000. Ja, also es ist schon recht regelintensiv und es wurde auch schon immer so gejoked, von wegen, ich glaube, keiner auf dieser Welt spielt Aeon's Trespass genau nach Regelbuch. Nicht mal der Designer, weil ich hatte letztens eine Review-Dings gesehen, wo sich der Designer mit dem Regelbuch dann widersprochen hat und so. Also, da hätte man irgendwann vielleicht mal sagen können, man nimmt so ein paar Sachen raus, die hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber dafür ist ja Kickstarter da, dass wir diese Monster von Spielen bekommen. Und ja, also ich fand's richtig gut. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn wir eine neue Partie gespielt haben, weil ich dann Basti doch noch antreiben konnte, noch einen Kampf mehr zu machen und so. Ja, es waren halt teilweise ein bisschen viele Kämpfe und die waren auch teilweise sehr, sehr zufällig. Aber sie waren schon imposant, auch wenn dieser Größenunterschied, das haben wir schon oft gesagt, für uns nicht so ganz funktioniert hat mit den haushohen Titanen, den noch größeren Primordials. Aber es hat schon eine coole Welt. Es macht schon wirklich sehr, sehr, sehr viel richtig, was diese Thematik angeht. Mechanisch ist es halt absolut drüber, da hätte um einiges viel rausgestrichen werden können. Vor allem viele von den ganzen Begrifflichkeiten, die einfach sowas von drüber sind, wo man viel einfachere Begriffe hätte nehmen können. Autobreak weiß ich jetzt noch, aber sowas wie Unfinished oder sowas, habe ich noch nie gehört. Ich mochte das. Das war deine 3? Das ist dann tatsächlich meine 2. Meine beste Kampagne dieses Jahr. Eons Trespass. Ja, war auch meine beste Kampagne. Nee, Frosthaven war deine beste. Stimmt, ich meine, also das war meine letzte Kampagne für dieses Video. Jetzt kommen nur noch harte. Ich bin super gespannt, ob wir uns jetzt. Ich glaube, wir müssen. Deine 1 ist definitiv meine 2. Sag deine 2 an. Meine 2 ist das zweite Spiel auf dieser Liste von Mindclash Games. Stopp. Danke. Sarah. Sie sind bei dir auf der 1. Meine 2 ist... Meine 7. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Meine 2 ist dein... Ach so, ja, stimmt. Ich habe dich ja schon geschuscht. Wir sind in Ostdeutschland und haben gerade die atomare Energie entdeckt. Irgendwie in 1850 oder was. Und es handelt sich um Nucleum. So ist es. Dann mehr oder weniger auch das beste Spiel für mich, was von der Messe released wurde. Ich weiß gar nicht so richtig warum, ich muss das nochmal ein bisschen festigen, aber es flutscht einfach und es macht, jede Aktion macht halt Spaß, jeder ist auch schon ein bisschen unterschiedlich, das ist bei Eurogames auch immer, manchmal also jeder Spiel hat unterschiedliche Technologiesachen, genau, dass jeder so ein bisschen anders halt auch schon geleitet wird, damit es nicht zugleich wird. Mhm. Das war ja auch so, was zum Beispiel, als wir das erstmal Kutna Hora gespielt haben, hast du gesagt, wir haben jetzt alle im ersten Zug das gleiche gemacht. Ja. Und da grätscht halt Nucleum halt schon so ein bisschen rein, dass er sagt so, du hast diesen Technologiestammbaum, du kannst halt das bauen. Es hat ein cooles Aktionssystem, in dem man halt Aktionen entweder als Aktionen spielt ins eigene Tableau oder die halt flippt und als Schienen ins Spielfeld reinbaut, um dann da Städte miteinander zu verbinden, damit man so ein eigenes Netzwerk aufbaut, wo man halt Gebäude bauen kann, die nachher Punkte bringen. Das ist eine coole Sache. Ja, das Energieversorgen der Gebäude ist halt cool mit den Turbinen, die man sich da muss man allerdings erstmal so ein bisschen das verstehen, wie das mit den ganzen Turbinenverbindungen und glaub, mit den Kraftwerken funktioniert. Ich glaube, das mit den Turbinen erzähle ich immer bis zum Schluss des Spiels. Ja. Nochmal von wegen so, wie viel Nukleum kann ich jetzt hinschicken? Ja, so viel wie der Turbinen. Wie viel kann ich speichern? Wie viel kann ich bezahlen? Wie viel muss ich noch? Das ist immer das, was ich bis zum Ende erzähle. Aber ich finde das mit dem Schienennetzwerk auch super cool, dass man sich halt da ausbreiten kann, nochmal woanders anfangen kann, auf dem Board sich hinzulegen.
da dann nochmal Sonderaktionen machen kann, aber gebe ich meine Aktionen jetzt aus und liegen sie da zum Verbinden, dann habe ich sie nicht mehr, muss ich mir neue kaufen. Und auch sehr gut, dass die Designer daran gedacht haben, dass man sich nicht verbannen kann. Dann bekommt man immer so Fleißsternchen, nennen wir die Dinger. Fleißsterne! Für Dinge, die man halt irgendwie tut, und die kann man dann am Ende, wenn man dann halt wenn man halt keine Aktion mehr hat und so eine Art Ausruhzug macht, kann man die halt ausgeben, um sich halt Endsiegbedingungen freizukaufen. Das ist dann so ein bisschen wie bei Sai, nur halt immer so eine Momentaufnahme und nicht wie bei Sai so ein ständiges Steigen in der Beliebtheit. Ja. Das ist auch relativ cool gemacht. Ist mir auf jeden Fall die liebere Variante von diesen beiden. Von daher, ja, ist super hoch bei mir eingestiegen. Ich finde es auch schön, dass es nicht so braun ist, ja, sondern sie haben sich mal getraut, sehr viel Farbe zu machen. Manche waren ja vom Thema abgeschreckt. Für mich war es wahrscheinlich so der Einstieg ins Thema, weil ich mag ja so ein bisschen weird. Es gibt ja auch so diese Weird Wars und das ist so Weird Steampunk Time-Verzögerung. Ja, wenn das im Ersten Weltkrieg so dreibeinige Läufer durch die Gegend genau, laufen. Genau, sowas halt. Okay. Also size-mäßig. Und mit so Blitzwaffen schießen. Genau, halt so ein bisschen so ein bisschen Paralleldimension. Ja, mega gut bei mir angekommen. Ich freue mich auf jede neue Partie. Mal gucken, wie es sich im nächsten Jahr schlägt und was dann da noch für Erweiterungstechnologien kommen. Weil das haben wir gesagt, das ist das Erste, was wahrscheinlich als Erweiterung kommt, dass du diese Technologien austauschen kannst. Ja. Weil bis jetzt hat man nur 4 verschiedene. ABCD. ABCD. Ja, wenn man 4 zu 4 spielt, muss halt jeder eine von denen spielen. Das wird auf jeden Fall kommen. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass alle gleich spielen. Nee, das stimmt, das gibt's nicht. Aber das ist ja das Gute daran. Ja. Darauf baut der Spieler aus, das können sie nicht. Also aber auch ein Spiel, und ich bin jetzt nicht so der Eurogame-Fan, wo man halt Punkte ballert, und das ist ein Eurogame, wo man Punkte ballert, aber von den Mechaniken her hat es mir halt auch wirklich so gut gefallen, dass es bei mir halt, wie gesagt, auf der 7 war. Und das war so ein Ding, wo es hat mechanisch einfach gut funktioniert. Bis zum Schluss, das war so ein Spiel, wo ich wusste so, das wird mir gefallen. Ob es Basti gefällt? Und ich hatte mich dann auch schon gefreut, dass er dann, dass es ihm dann auch gefallen hat, bis zum Schluss, dass du mal hier. Ja, zum Schluss ist es halt wieder so ein Spiel, du denkst bis zum Schluss, du bist ganz gut dabei, und dann kommt Sarah. Und dann kriegt Sarah halt, bam, die Punkteraketen, bam, 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 bam. Wenn man sich halt die Modifikationen so baut, kann ich ja auch nichts tun. Aber nee, wie gesagt, das ist wirklich ein gutes Spiel. Das mit dem Bezahlen der ganzen Gebäude, mit dem Elektrisieren und das mit den Routen, den Netzwerken, das ist immer noch so ein bisschen schwierig am Anfang, aber. Und ich bin ja ein Mensch, ihr wisst es inzwischen, ich hasse Breath. Brass. Und, aber ich liebe Nucleum. Das macht für mich gefühlt alles richtig. Meine 2 wurde geschuscht. Deine 2 war Nucleum. Ja. Das heißt, meine 2 ist deine 1. Also kommt jetzt meine 1. Dann kommt deine 1. Ich bin super gespannt. Meine 1 ist das perfekte Spiel für natürlich, mich. Natürlich, das habe ich auf dem Nachrücker gehabt. Ja. Es gibt kein Spiel 2023, was mehr für meine Person hätte gebaut sein können als Stationfall. Es ist mein Traumspiel. Es war mein Top-Game von 2023 von der Spiel. Wir haben es noch nicht so oft gespielt, wie ich gerne spielen wollen würde, weil es ist ein Spiel, das muss man sehr erklärintensiv. Ja. Bei der Erstpartie habe ich eine Stunde erklärt, weil du musst alles erklären, damit es funktioniert. Was ist es? Wir sind an Bord von der Raumstation, und die macht einen Stationfall. Das heißt, also die stürzt in ein paar Minuten, also in ein paar Runden stürzt sie in die Erdatmosphäre und verglüht dann. Und jeder von uns ist geheim ein Charakter von 20 verschiedenen, die alle verschiedene Fähigkeiten haben und verschiedene Siegbedingungen, die auf dieser Station verteilt sind. Und keiner weiß, wer ist. Wir können aber alle jede Figur auf dem Spielfeld beeinflussen und spielen. Das heißt, ich könnte durch Aktionspunkte Sarahs Figur spielen, ohne zu wissen, dass es Sarah ist. Und dann bewegen sich diese Figuren auf dem Spielfeld rum, können 1000 verschiedene Sachen machen, können miteinander interagieren mit ihren Fähigkeiten, mit der Station, dies, das, jenes, dieses, und versuchen alle irgendwie Missionsziele im Geheimen zu erfüllen, um dann am Ende mit den meisten Punkten zu gewinnen. Es ist ein Riesenspaß, wenn man auf sowas steht. Super chaotisch. Und es ist unfassbar thematisch. Also es ist so ein gutes Spiel. Es ist das perfekte Spiel für Sebastian. Wenn dann der Affe mit dem Ranch und dem Aktenkoffer rumläuft so und dann gut. Der Roboter kommt und ihn erstmal wegschlägt. Ja. Und oder irgendwie geht halt irgendwer dann zum Geheimlabor X, drückt dann den roten Knopf, so dann kommt das fiese Kampfalien da raus und marodiert sich einmal durch die ganze Station, bringt einfach jeden um und alle stehen nur so. Das war im letzten Spiel irgendwie. Ein Mitspieler hat das erstmal aufgepackt, so ein Experiment. Das Experiment so, tot. Das Geile war, er war der Cyborg, er konnte sich dann wieder aufstehen, dann stand da das Alien, Gegner. Aufgestanden, Gegner. Die ganze Zeit, das war so lustig. Und
Es ist einfach ein Spiel, das ist so fies da. Wenn man das, glaube ich, oft gespielt hat und so ein bisschen durchblickt, was diese ganzen Rollen machen und können und wollen, wird es noch viel cooler. Ist also im Grunde nochmal so wie City of the Great Machine hoch 10, ultra thematisch, ultra cool, weil man halt wirklich die Kontrolle hat über alle Figuren und keiner weiß, wer macht eigentlich was. Und es spielt sich um einiges schneller, als man denkt. Also die Erklärung war lange, weil man wirklich alles erklären muss. Eigentlich braucht man die eine Gruppe, mit der man es mehrfach spielt, damit man nicht immer wieder einsteigen muss und immer wieder neu erklären aber muss. Aber die einzelnen Runden, die flutschen. Also es wir dachten auch so, oh, jetzt ist die Zeit schon halb rum. Wir haben noch nichts gemacht. Übersichtlichkeit auch ein bisschen schwierig. Eigentlich musst du da auch mal die Station-Vorfiguren für bemalen. Muss ich. Um halt der Übersicht ein bisschen herzustellen. Ich weiß nicht, ob das besser wird. Aber gut. Ja, doch, ich habe das schon gesehen, auf den Sockeln die Symbole malen und dann die Ränder, ob das Officer sind oder nicht Officer, wird dann schon um einiges besser, also, finde ich. Also, Megaspiel. Absolut gefreut, dass wir das gekriegt haben auf das Spiel. Bin mega, mega, mega. Ich kann gar nicht warten auf die nächste Partie. Also ich brenne da total für. Es ist super cool, wenn man auf so eine Art von Spiel steht. Ja, er wollte das ja 22 auf der Messe schon haben, da war das Schiff ja noch nicht angekommen. Da war so traurig und dieses Jahr hat es halt geklappt. Es ist halt aufbauintensiv und mega erklärintensiv. Aber ich denke, zweite Partie, außer das Aufbauen, das dauert immer noch so lange, das Erklären geht dann viel schneller und dann mega. Meine Nummer 2, Sarahs Nummer 1. Ja, jetzt, nee, das war deine Nummer 1. Deine Nummer 1 ist meine Nummer 2. Okay, so rum, okay. Also, das ist auf Platz 2 bei ihm, bei mir. Es ist halt das Spiel des Jahres. Der neue Mindclash. Deswegen dachte ich zwischendurch, als du gesagt hast, Mindclash, das ist ja auch ein Mindclash, und dann dachte ich, auf Platz 7 erst? Es ist Voidfall. Ja. Also Voidfall ohne Husten. Genau, Voidfall ohne Husten. Es ist so. Trink was. Dann darfst du weiter moderieren. Es ist halt das neue 4X-Spiel bei uns in der Sammlung. Wir haben halt so eine Alien-Fraktion und wir haben halt verschiedene Fähigkeiten, die sind alle unterschiedlich und wir fangen halt in so einer Ecke von der Karte an und durch so eine Card-Play-Mechanik können wir verschiedene Aktionen durchführen und versuchen in 3 Spielrunden, das sind wirklich nur 3 Spielrunden, ein Glück, das Spiel ist ziemlich lang, versuchen wir halt unsere Agenda halt durchzusetzen durch Krieg, durch Erforschung, durch Übernahme von irgendwelchen Systemen und es ist unglaublich sauber, weil es ist ein perfekt deterministisches Spiel, was es halt komplett anders macht als Eclipse zum Beispiel. Genau, also wir hatten es im früheren Video auch schon mal gesagt, Voidfall hat es geschafft, Eclipse aus unserem Regal zu verdrängen, was bei Basti schon sehr viel Überwindung gekostet hat, weil es eines seiner Lieblingsspiele war und auch schon Ewigkeiten mal zum Regal stand. Ist auch immer noch ein gutes Spiel, aber wir haben gesagt, wenn wir Voidfall haben, spielen wir dann Eclipse. Eclipse könnten wir auch woanders mitspielen. Dann haben wir gesagt, nee, wir entscheiden uns halt für Voidfall. Und ich finde es halt einfach mega game. Es ist halt thematisch. Es ist. Ich bin doch gar nicht. Okay. Ich muss gar nicht. Erzähl weiter. Ich bin nur schon so angeheisert, weil ich schon so viel geredet habe. Man merkt das. Ich finde es halt mega thematisch. Aber es hat halt auch so dieses richtig Euro-mäßige, wo ich mich so richtig reinbeißen kann. Und wie gesagt, auch mit den Kämpfen, dass sie halt super clean sind, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt Basti angreife, dann kann ich diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen. Und nicht so wie bei Eclipse. Ja gut, ich bin eigentlich stärker, wenn er jetzt gut würfelt, dann kann das auch sein, dass er mich halt wegschleudert. Du kannst sogar die Kämpfe, wenn der andere Spieler vor dir ist irgendwie dran und du kannst schon den Kampf, den du gleich machen willst, schon durchrechnen, weil der wird genau so ausgehen, wie die Spielmechanik das halt sagt. Die Raumschiffe interagieren halt miteinander, man kann auch so ein bisschen Technologie noch mit reinmachen, aber der Kampf geht so aus. Genau. Das heißt, es gibt keinen Zufall in der Hinsicht und ich bin eigentlich Fan von so Zufallsgedöns, aber ich finde es auch sehr, sehr geil, wie sauber das Voidfall einfach macht. Dadurch ist es halt auch ein bisschen sehr sauber. Was mir halt ein bisschen fehlt, was halt abgeht von Eclipse, es gibt halt kein Erforschen so richtig. Ja, genau. Das 4X bei dem 4X-Spiel fehlt so ein bisschen. Also es wollte wohl eigentlich nur ein 3X-Spiel. Weil man baut es halt schon auf, man sieht schon alles. Das ist auch so ein bisschen das Negative beim Spiel. Es ist das Aufbaumonster des Todes, auf jeden Fall. Also man baut dieses Spiel unglaublich lange auf. Das sollte immer das Spiel sein, was man als erstes spielt am Spieltag. Und was schon aufgebaut ist. Genau, da sollte sich jeder schon vorher seine Alienrasse ausgesucht haben und auch schon seinen Technologieweg, damit man das schön sauber aufbauen kann, weil es ist so dermaßen viel auf dem Board. Wir haben es jetzt schon dreimal gespielt, zweimal kompetitiv, einmal kooperativ und wir wissen, was wir machen, wir wissen, wo die Teile sind in der Box. Wir brauchen trotzdem zusammen eine knappe Stunde, um so ein Spiel aufzubauen. Ja. Also, wow. Kooperativ fand ich es übrigens überhaupt gar nicht gut, nein, muss ich sagen. Ich finde, es ist ein gutes, kompetitives Spiel. Man kann es ja auch sehr friedlich spielen. Wenn es jetzt Leute gibt, die sich nicht auf Mütze hauen wollen, es gibt ja genügend Szenarios, wo man sagen kann, wir nehmen halt irgendwie Kampflevel 1 oder so, dass man sich so kaum begegnet. Genau. Ne? Also das würde ich halt eher spielen als das Kooperative. Das Kooperative habe ich einmal gespielt,
kann jetzt raus aus der Box. Aber das ist halt auch wirklich, dass ihr am Anfang des Spiels habt ihr die gesamte Karte vor euch, ihr wisst genau, was euch erwartet, ihr habt die Karte so aufgebaut, nach diesen Kriterien, die ihr diese Mission vorgibt. Die ist halt so aggressiv, die ist halt so dies. Es ist halt nicht wie in anderen Spielen bei Twilight Imperium oder bei Eclipse, dass man halt mal sieht, was so passiert. Wir explorieren einfach mal so ein bisschen und irgendwas passiert schon. Da wissen wir halt von Runde 1 an, was wir machen. Und im Grunde kann Sarah im ersten Zug schon genau vorplanen, welche Aktion sie wann macht. Genau. Das mag halt nicht jedem gefallen, uns gefällt. Kommen ja halt noch die Gegenspieler ein bisschen rein und halt die Events auch. Die Events machen es ein bisschen anders, wofür es dann Punkte gibt. Das heißt, man muss auch noch so ein bisschen rumswerven. Man hat jetzt so seine Handkarten, da kann man mal zwei Aktionen von machen, da kann man schön vorplanen. Also ich schiebe mir das immer so vor in die Hand, dass ich sage, okay, das habe ich vorgeplant. Da muss man dann vielleicht nochmal umswitchen und nochmal was anderes nehmen. Aber wie gesagt, super clean, auch sehr viele Symbole, aber auch so Mindclash-mäßig. Einfach die erste Runde, was ist das für ein Symbol? Zweite Runde, okay, ich kann es auch verstehen, wenn ich das Symbol noch nie gesehen habe, weil es einfach so klar ist, wo es halt hingeht. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, nachdem mir gerade gesagt wurde, ich soll ja Stationfall anmalen, warum ist Voidfall noch nicht angemalt? Weil da andere Spiele dazwischen gekommen sind und weil ich ein bisschen Probleme habe mit Voidfall, mit den Voidborn-Schiffen. Ja. Die sind so auf verschiedene Teile. Die so gefallen sind. Genau, und das ist bisschen problematisch. Aber man kann bei Voidfall ja keine Fraktionen bemalen. Stimmt, da müssen wir alles relativ neutral bemalen. Genau. Aber es sieht auch unbemalt relativ gut aus. Aber es ist halt unfassbar, jetzt auf den Fotos gesehen, unfassbar busy. Also wenn man da guckt und keine Ahnung hat, was man da sieht, es ist einfach nur ein Schlachtfeld aus Plastik und Pappe. Es wird mal so ein Schnellmal-Paintjob, dass man sagt, okay, man brusht die alle metallisch, die vielleicht ein bisschen dunkler, die ein bisschen heller, dass man sie auseinanderhalten kann. Dass sie wenigstens ein bisschen bemalt sind. Aber wie gesagt, wirklich ein fantastisches Spiel. Nicht ohne Grund bei mir auf der 2, bei Sarah auf der 1. Geil. Hast du noch Nachrücker? Ja, den einen Nachrücker hatte ich ja schon gesagt, gut, Nora, auf 11. Genau. Das anderen habe ich mir, sag du mal deine Nachrücker, wir müssen ja nicht zu doll drauf eingehen. Also ich hatte ja hier nochmal Stationfall, das ist halt nicht auf Platz 10 gerückt, weil ich wusste, das kommt bei dir. Ich hatte Mon Calthes noch, Serres, Aquagarden und Legends of Void. Und Legends of Void magst du nicht, das wusste ich schon, dass das bei dir nicht drauf ist. Ich hatte Kutnahora, Serres und Cthulhu Wars. Genau, also Serres ist auch ein gutes Spiel. Aber Serres ist ein gutes Spiel, aber es ist halt, es macht halt nicht so viel neu. Genau, es ist halt kompetent. Das ist halt so das, warum ich es auch nicht raufgenommen habe. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt nicht, dass es irgendwo zu Leuten so, boah, das ist halt das geile Neue. Es macht nichts Neues, aber es ist, ja, es ist halt so der kompetente Mitarbeiter mit 20 Jahre Business-Erfahrung. Es fährt für mich halt immer hinter Kutnahora, weil Kutnahora doch noch mehr neu macht. Ja, genau. Aber für die Liste hat es auf jeden Fall nicht gereicht. Ja, also ich denke, Serres wäre vor 5 Jahren so ein richtiger Mega-Hit geworden. Und jetzt ist es halt schon, es ist ein bisschen altbacken. Es ist halt gut. Aquagarden haben wir dafür noch nicht genug gespielt. Also mir haben die ersten Partien richtig Spaß gemacht. Basti hat immer so gesagt, so, ich finde es für mich nicht so wirklich aufregend, aber ja, sieht gut aus. Und Legends of Vault, weiß ich, dass Basti das nicht mag, müssen wir gucken, ob wir das halten können. Nicht in der mag, ist jetzt falsch ausgedrückt, das ist okay. Ja, ich mag es auf jeden Fall. Ja, was waren eure Top-Titel dieses Jahr? Wo liegen wir falsch? Wo liegen wir auf jeden Fall richtig? Weil Sarah hat recht, Basti hat Unrecht. Aber eigentlich haben wir viel gleich gehabt. Ja, wenn ich Unrecht habe, hast du auch Unrecht. Dann können wir die ganze Liste löschen. Ja, genau. Warum haben wir Unrecht, wir beiden? Ja, Basti blendet ja bestimmt jetzt nochmal alles ein, was so dabei war. Es war auch, wie gesagt, schwierig. Also, dass Void von Nucleum und Aeon Stressless bei mir ganz oben ist, das also, war klar. Weiß nicht, wenn man das sieht. Hier Sarahs meine Zettelchen und Zettelwirtschaft. Ich habe mir wirklich alles aufgeschrieben und dann wirklich alles immer hin und her gerutscht und das nochmal nach oben und das nochmal getauscht und das nochmal und dies nochmal, bis ich dann halt irgendwann festgeklebt habe und gesagt, so, das ist die Liste. Jetzt, so, Deckel drauf. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne einen Daumen da, lasst uns gerne ein Abo da, schreibt gerne in die Kommentare, ich glaube, Sarah hat es gerade schon gesagt, ich habe schon nicht mehr zugehört, was eure Top-Spiele 2023. Basti hat schon abgeschaltet, Basti schon in Jahr 24 oder 2020. Nächste Woche, so alles passt, gibt es von uns noch einmal den großen Jahresrückblick. Ja. Da wäre es uns auch super, würden wir uns freuen, wenn ihr euch da einschalten würdet. Da gibt es wieder alles, da lassen wir nochmal alles Revue passieren und gehen wirklich einmal quer durch die Butter. Abriss für alles. Abriss. In dem Sinne, Abrissparty. Frohe Weihnachten, wenn ihr das jetzt vor Weihnachten guckt, ne? Schöne Feiertage. Lasst euch reich beschenken, hoffentlich sind ein paar gute Brettspiele dabei und kein Monopoly oder so. Mm. Das ist ja schon, Monopoly ist ja wie Brettspieler, wie so ein Stück Kohle zu bekommen. Mm. So, aha, danke schön, Mama, für dieses Monopoly. Dankeschön. Rein in den Ofen. Macht's gut, tschüss. Feiert schön. Tschüss.